Die Glocken der Benediktinerabtei Maria Laach rufen zur Morgenandacht. Aber nicht alle Mönche sind immer da. In der Keramikmanufaktur des Klosters laufen die Maschinen an. Bruder Stefan will mit seinem Team neue Trinkbecher produzieren. Der Ton für die Keramiken bestimmt, ob der Mönch Zeit für den Gottesdienst hat oder nicht. Ich bin oft nicht im Chor, weil die Arbeit dann hier ruft. Das Gebet findet dann auf dem Arbeitsplatz statt. Das ist eine schwierige Kombination, aber die macht das Leben auch spannend. Ein Leben zwischen der Suche nach Gott und wirtschaftlichem Erfolg. Mehr als ein Dutzend Klosterbetriebe gibt es in Maria Laach. Auch der Fischer auf dem Laacher See gehört dazu. Früh am Morgen fährt der Klosterfischer auf den See hinaus. Er fängt hier vor allem Felchen und er kümmert sich auch jedes Jahr um die Aufzucht der Fische. Hier ist natürlich ganz wichtig, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Natur stimmt. Also, der See gibt mir das, was er hat. Und ich bin damit zufrieden. Wenn ich das nicht bin und versuche, hier irgendwas mit Gewalt zu erzwingen, dann lässt mich der See natürlich sehr schnell merken, spätestens ein, zwei Jahre später, dass ich da falsch lag. Aber ich glaube, der See und ich, wir kommen ganz gut aus. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein guter Brötchengeber hier, der See. Ansgar Heenkamp hat die Fischereirechte vor rund 15 Jahren vom Kloster gepachtet. Seitdem ernähren ihn die Felchen im Laacher See. Aber nicht nur ihn. Hey! Frechheit! Der kennt das typische Bild ja von den Ankern und den Flaschen. Und dann weiß er genau, da steht ein Netz. Und dann weiß er auch genau, da gibt es morgen früh dann billig Futter. Er weiß auch, dass es bequemer ist, einen Fisch zu fangen, der nicht mehr wegschwimmen kann, als sich selber einen suchen zu müssen. Im Kloster läuten schon wieder die Glocken. In der Keramikmanufaktur konzentrieren sich Bruder Stefan und seine Mitarbeiterin auf das Einfüllen des Tons in die Becherformen. Also die Ruhe zu bewahren, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, das ist beim Ton so entscheidend. Und in der Industrie haben sie dafür Messgeräte. Misst den Luftdruck draußen, kann genau die Feuchtigkeit messen vom Ton. Das müssen wir viel mit Erfahrung hinkriegen. Und wir müssen vieles einfach im Blick behalten. Und das im Blick behalten, das ist A und O. Auf einem alten Foto hat auch Theodor Bogler alles im Blick. Auf den Bauhaus-Keramiker und Mönch von Maria Laach gehen immer noch viele der rund 100 Jahre alten Bauhausformen zurück. Bauhaus reduziert sich aufs Notwendige. Ich glaube, das macht Romanik und klösterliches Leben tut das auch. Da ist kein Freiraum für Ablenkung, da ist kein Freiraum für einen Überfluss, sondern da wird es reduziert auf das, was es ist. Nebenan zieht Gabriele Schönberger Henkel für die neuen Tassen. Seit 10 Jahren, Seite an Seite mit Bruder Stefan. Mit Bruder Stefan zu arbeiten ist sehr aufregend, weil Bruder Stefan ein Mensch der Ideen ist und ein ganz aktiver Kopf ist. Und das macht furchtbar Spaß. Wir haben ja alles aufgebaut aus dem Nichts. Und jetzt fruchtet das langsam. Es war erst ganz klein, es waren nur 10 Tassen, heute sind es 100 Tassen. Es waren nur 10 Teller, heute sind es 100 oder vielleicht sogar 1000 Teller. Ne? Und wir mussten ja auch die Abnehmer finden. Und das ist sein Verdienst. Bilder und Kruzifixe an den Wänden zeigen, die Keramikwerkstatt ist trotz des wirtschaftlichen Erfolgs ein Ort im Kloster geblieben. Ohne das Laacher Zeichen drauf machen, dann können wir die nämlich gerade in den Ofen mit reinsetzen. Dann kann der erste Brand laufen. Und Mitarbeiterinnen wie die Porzellanmalerin Andrea Lange aus Meißen freuen sich über die klösterliche Ruhe und über die Zusammenarbeit mit den Mönchen.
Ja, in dem Augenblick, wo wir zusammenarbeiten, klammere ich eigentlich den Mönch etwas aus, weil bei uns ist jeder gleichberechtigt in unserem Team und jede Arbeit, mag sie noch so einfach sein, ist in der Keramik doppelt wichtig. Die neu gestalteten Urnen wollen Bruder Stefan und Andrea Lange jetzt in einem der Öfen vor der Keramikwerkstatt brennen, bei über 1000 Grad. Die Zahl der Aufträge für Urnen, Bauhauskeramiken und neues Geschirr ist in den vergangenen Jahren ständig gewachsen. Die kleinen Brennöfen aber nicht. Bruder Stefan muss darum viel planen und beten. Bei uns geht kein Ofen an, ohne dass ein Kreuzchen läuft. Denn jetzt entscheidet sich, ob man gut gearbeitet hat oder nicht. Was schön ist, wenn Berufskollegen kommen, die sagen, das ist ein typischer Lacher Ofen, die Schmierflecke auf der vorderen Tür. Ja, das stimmt. Die stark steigenden Energiekosten für die Brennöfen bespricht Bruder Stefan oft mit Philipp Lohse. Wenn die Energiekosten sich verdreifachen, werden wir eben schauen müssen, wie wir das auch abbilden können. Ja, okay. Was steht in der Produktionsplanung jetzt als nächstes an? Als nächstes das Weihnachtsgeschäft werden wir abschließen zu Ende September. Die Auftragsbücher sind voll bis September. Gute Nachrichten für Philipp Lohse. Er ist seit Anfang des Jahres als Geschäftsführer zuständig für alle Klosterbetriebe und damit auch für die Arbeit der Mönche. Dass die Mönche bei uns mitarbeiten, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Vor allem in den Leitungsfunktionen, auch in den wirtschaftlichen Bereichen. Das lädt unsere Produkte letztendlich auch mit Authentizität auf. Ja. Und das ist ganz, ganz wertvoll für uns. Gerade auch natürlich in der Situation, wo eine Mönchsgemeinschaft auch kleiner wird, wo wir natürlich auch mit Überalterung zu tun haben. Dass wir trotzdem für uns auch die Punkte finden, wo können wir authentische Klosterprodukte noch anbieten und auch mit welchen Mitteln. Mehr als 10 Millionen Euro Umsatz geschätzt machen alle Klosterbetriebe im Jahr. Geld, das oft direkt wieder ins Kloster investiert werden muss. Man kann ungefähr Pi mal Daumen rechnen, dass man ungefähr 2 Millionen Euro im Jahr braucht für den laufenden Betrieb dieser Klosteranlage. Und dann reden wir noch nicht über große Investitionen in Erhaltungsmaßnahmen. Ja, also beispielsweise um ein Kirchendach neu zu decken oder so. Das sind Dinge, die dann noch mal zusätzlich dazu kämen. Vor mehr als 10.000 Jahren entstand durch einen gewaltigen Vulkanausbruch der Laacher See. Vor mehr als 900 Jahren bauten Mönche am Ufer ein Kloster und hatten die Idee, hier Felchen auszusetzen. Ansgar Heenkamp freut sich täglich über den Fang und die gute Zusammenarbeit mit den Mönchen. Es sind faire, gute Geschäftspartner, die natürlich wissen, was sie wollen. Ich weiß, was ich will. Wir kommen da eigentlich seit 15 Jahren jetzt ganz gut zusammen. Und wenn das auch noch die nächsten 20 Jahre tun, weil so lange läuft nur mein Fachvertrag. Ein guter Fang. Weil das hier produziert wird, ist Sushi-Qualität. Wenn man die nicht direkt von Anfang an kühlen würde, dann könnte man sie auch noch essen, aber dann ist es halt ein Fisch. Ne? Und so ist es halt schon ein High-End-Produkt. So, das ist doch was. Einen Teil der Fische verkauft der Pächter an das Restaurant im Klosterhotel und an den Klosterladen. Der Rest geht an Feinschmecker-Restaurants in der Region. Komm her. Biobauer Michael Ullenbruch ruft seine Rinder. Sie weiden direkt am Seeufer, auf den Wiesen, die er vom Kloster gepachtet hat. Ja, die haben die schönste Aussicht hier. Die haben täglich Blick auf den Laacher See und werden noch mit Seewasser getränkt. Also bekommen das Seewasser zu saufen sozusagen. Genau. Ja, ja. 300 Rinder leben mitten im größten Naturschutzgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz. Seit mehr als 20 Jahren betreibt das Klostergut ökologische Landwirtschaft. Das heißt auch, Bauer und Bäuerin kümmern sich um jedes Tier persönlich. Hier, die haben wir zum Beispiel mit der Flasche großgezogen, weil die Mutter, die ist leider verstorben bei der Geburt, kommt ja auch mal vor. Und dann haben wir die als Flaschenkind sozusagen großgezogen. Und seitdem ist die halt auch unheimlich anhänglich. Ne? Die kommt immer wieder zu uns zum Schmusen und genießt das auch, gekribbelt zu werden. Ne?
Sag mal, das ist halt das, was uns beide, glaube ich, ausmacht, ne? Die Nähe zu den Tieren, dass wir einfach letzten Endes immer wieder die streicheln, anfassen können und so weiter. Das ist schon, sage ich mal, einfach schön, ne? Das Fleisch dieser Rinder können auch Besucher des Klosters kaufen. Neben Rindern hält Michael Uhlenbruch auch Schweine. Na ihr Kleinen, komm mal her, lass mich mal hier rein. Den alten Schweinestall des Klosters hat er nach biologischen Richtlinien umgebaut. Hier Rabauken, Rasselbande hier, ne? Eine andere Landwirtschaft kann er sich in Marialach nicht vorstellen. Alleine durch die Schöpfung passt, sage ich mal, Bio schon einfach ins Kloster bzw. auch hier ins Naturschutzgebiet Marialach. Und es gibt nichts Schöneres, wie man sieht, dass die Tiere sich wohlfühlen und ihren natürlichen Geflogenheiten nachgehen können. Sie können hier im Stroh wühlen, sie können suhlen in ihrer Suhlecke da und haben halt, wie gesagt, viel Bewegungsfreiheit. Futter für die Tiere baut er auf Ackerflächen rund um das Klostergut an. Aber auch Getreide. Heute erntet er Braugerste für das Klosterbier. Wieder eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Mönchen. Man hat halt so einen persönlichen Kontakt halt entsprechend zu den Mönchen auch, die auch, sagen wir, am Laden vorbeikommen oder meine Landwirtschaft vorbeischauen. Und das ist das Besondere im Vergleich zu anderen Verpächtern. Die haben halt im Prinzip einmal im Jahr hat man den Kontakt. Ja, da wird die Pacht bezahlt, wird ein bisschen ausgetauscht oder die Pacht nur überwiesen, sodass dieses Persönliche einfach fehlt. Trotz des trockenen Sommers ist Michael Uhlenbruch mit der Ernte der Braugerste zufrieden. Eine gute Ernte bedeutet auch gute Einnahmen für das Kloster. Hier informiert Geschäftsführer Lose regelmäßig die Klosterleitung über die wirtschaftliche Entwicklung. Die Klosterbetriebe müssen die gleichen Probleme lösen wie andere Unternehmen auch. Ja, dann hält uns natürlich nach wie vor das Thema Kaufkraftverlust in Atem. Inflation macht natürlich auch bei uns nicht Halt. Im Grunde steigen die Preise für alle Produkte, die wir auch zukaufen, was natürlich auch das Management in der Beschaffung vor Herausforderungen stellt. Das ist eigentlich die Spanne des Gewinnes, also zwischen den Kosten für den Kauf und dem Verkauf ungefähr. Ja, das ist ja letztendlich das, was wir Rohertrag nennen, also den Umsatz minus die Beschaffungskosten, bevor wir dann in Richtung auch des Aufwandes kommen, also Personalkosten, Energiekosten und solche Dinge. Und dann müssen wir natürlich auch davon noch Personalkosten bezahlen, müssen Mieten zahlen, wir müssen Energiekosten bezahlen und alles, was im Aufwandsbereich dann auch noch unterwegs ist. Weil das Kloster keine direkten Mittel aus Kirchensteuern bekommt, müssen die Klosterbetriebe wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir machen das ja nicht aus karitativen Gründen hier, sondern um Erträge zu erwirtschaften. Prior Administrator Pater Petrus freut sich über die Professionalisierung der über 900 Jahre alten Abtei. Die Suche nach Gott und nach wirtschaftlichem Erfolg sind nun klar getrennt. Trotzdem arbeiten die rund 30 Mönche und mehr als 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden Tag weiter eng zusammen. Pater Petrus besucht die Kunst- und Buchhandlung. Seit Anfang des Jahres leitet sie Johanna Schnorr. Sie zeigt Pater Petrus Neuheiten und Bestseller. Das habe ich nämlich neulich auch gesehen. Ganz wichtig auch die Benediktriegel. Wird immer noch viel nachgefragt, viel gekauft, gerade auch weil sie bei uns im Gastflügel auch. Johanna Schnorr verkauft nicht nur Bücher aus dem klostereigenen Verlag. Wenn man jetzt mal überlegt, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan und wir haben auch kritische Bücher da, Bücher, die vielleicht nicht allen gefallen werden, durchaus kirchenkritische Bücher auch da, weil wir einfach finden, wir sollten die ganze Bandbreite abbilden, also nicht nur in eine Richtung schauen, sondern die ganze Bandbreite einer Diskussion da haben. Die neue Arbeitsaufteilung empfindet der Leiter des Klosters auch als Entlastung für die Mönche. Sie können sich nun ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden. Bei Pater Petrus gehört dazu auch die Betreuung der alten Bibliothek.
Hier findet er ausreichend Ruhe, auch um über die Zukunft von Maria Laach nachzudenken. Der Ort wird hier geprägt durch die Besucher, genauso wie durch die Bewohner des Ortes, also die Mönche, dann und halt auch die Mitarbeiter. Und dadurch also trägt jeder etwas dazu bei und damit ist auch immer wieder auch ein Wandel gegeben, weil ja immer wieder neue Menschen herkommen. Und es soll noch mehr werden, wenn es nach Edgar Rader geht. In seiner Kunstschmiede könnte er Unterstützung gebrauchen, denn die Auftragsbücher sind voll. Kunden nicht nur aus der Region sind heiß auf die Kunstschmiedearbeiten aus Maria Laach. Also die letzten Jahre ist das wirklich schon hier ein bisschen explodiert, das Ganze. Wir könnten noch Leute brauchen, gute Leute. Edgar Rader hat nach und nach das Angebot der Klosterschmiede erweitert. Immer noch ist es aber viel Handarbeit. Wir machen viel für den sakralen Kunstbereich, die Grabanlagen. Unter anderem ist es auch ein gutes Geschäft, was auch hier zum Kloster passt. Aber auch sehr viel für die Gartengestaltung jetzt. Ob das Gartenbänke sind, Leuchten, natürlich auch ausgefallene Sachen wie Skulpturen und so weiter. Dieses ausgebesserte, uralte Gitter geht heute raus. So etwas können nicht mehr viele Schmiedebetriebe. Das war auch der Grund, warum die Klosterschmiede vor kurzem den Auftrag für eine außergewöhnliche Metallskulptur bekam. Mit eher weltlichem Charakter. Eine Dame im Bikini auf einer Weltkugel, 10 Meter hoch. Edgar Rader hat bei der Montage der Stahlkonstruktion auf dem weltweit ersten Bademodenmuseum in Bad Rappenau geholfen. Aber noch ist das Ensemble dort nicht komplett. Denn er fehlt noch. Ebenfalls geschmiedet in der Klosterschmiede von Maria Laach. Der Herr im Badeanzug soll bald bewundernd zur Bikini-Skulptur aufschauen. Mein Freund. Edgar Rader hat seinen Freund aus Stahl bis zum Abtransport auf dem Kinderspielplatz neben der neuen Klostergaststätte abgestellt. Die Gaststätte hat erst wenige Monate geöffnet. In 2 Jahren entstand das neue Gebäude mitten in der Klosteranlage. An manchen Wochenenden reichen die rund 300 Sitzplätze für den Ansturm der Besucher schon nicht mehr aus. Die genießen den Blick auf die Abteikirche und Getränke aus den Keramikbechern der Klostermanufaktur. Schon jetzt zeigt sich, das Restaurant ist die erhofft wichtige Einnahmequelle für das Kloster. Genauso wie das Hotel nebenan. Das wurde in den vergangenen Jahren entkernt und modernisiert. Rund 10 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Seit der Renovierung kommen mehr jüngere Gäste. Bruder Stefan hat mit der Keramikwerkstatt Waschbecken und das Hotelgeschirr produziert. Die neuesten Produkte zeigt er der Hoteldirektorin Kerstin Wingold. Dann kriegst du das ganz gut. Ich denke, das Gewicht ist auch gut bei einem Tragen von 2 Tellern, ja, dass man da hinkommen. Perfekt. Nein, es ist wirklich ideal. Es liegt gut in der Hand. Und jeder Teller ist ein Einzelstück. Bruder Stefan will die Produktion steigern, aber es soll immer Handarbeit bleiben. Den Klosterladen hat er mit seinem Team vor 2,5 Jahren neu aufgebaut. Weil kein Geld für die Inneneinrichtung da war, präsentiert er die Keramikklassiker aus Maria Laach nun auf alten Bauhausmöbeln aus dem Kloster. Gerne erzählt er hier den Besuchern über die Arbeit der Klosterbetriebe. Also ich arbeite bei uns drüben im Kloster in der Werkstatt. Wir sind da zu 8. Und wir machen halt hauptsächlich Tafelgeschirr. Und fürs Hotel haben wir so 5.900 Teile an Keramik gemacht. Und für die Klostergaststätte 3.800 Teile. Wow. Und wir arbeiten mit Ton, der kommt hier von der Nähe von Niesenheim. Das sind 2 Orte weiter. Das Schöne ist, weil wir so hoch brennen, kann das in die Spülmaschine, in die Mikrowelle und in den Backofen. Weil wir wollen immer Alltagsbegleiter machen. Und das ist ja auch wichtig fürs Hotel, dass es alltagstauglich ist. Genau. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ja, das Klosterbier, was wir machen, machen wir aus unserem Wasser. Wir haben hier 9 Quellen, die speisen das Kloster. Also wir leben von unserem eigenen Trinkwasser, haben keine Wasserzuleitung. Das ist unser Kloster-Gin. Den Gin machen wir aus
unseren Äpfeln. Er ist versehen mit natürlich Wacholder, Weihrauch und Nüssen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir ein Produkt erzeugen, was aus der Heimat kommt. Auch aus heimischem Ton wurde diese Urne geformt. Die Keramikmanufaktur produziert bis zu 500 im Jahr. Wichtiger als das Verkaufen ist Bruder Stephan aber die Beratung und Begleitung der Kunden in einem hinteren Raum des Klosterladens. Der Verlauf der Temperatur ist anders. Das ist eine Zeit, die ich für mich gerne gebe. Ich selber habe es erfahren in traurigen Momenten, wie kostbar das ist, zu spüren, da ist jemand, der nicht auf die Uhr guckt, der jetzt einfach nur da ist und ist, der mit mir den Weg geht. Und genau das ist das, was ich hier machen möchte, demjenigen einfach die Zeit schenken. Die Abtei am Lacher See gilt als eines der beliebtesten Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz. Jährlich besuchen sie rund 700.000 Menschen. Der Erhalt der jahrhundertealten Anlagen kostet das Kloster nach eigenen Angaben mehr als 80.000 Euro im Jahr. Eine Einnahmequelle des Klosters sind die Parkgebühren. Doch Gewinn machen die Klosterbetriebe hier nach eigenen Angaben kaum. Denn die Einnahmen werden größtenteils in den Naturschutz und die Landschaftspflege rund um den Lacher See investiert. Denn der Lacher See und seine Umgebung sind das größte Naturschutzgebiet im Norden von Rheinland-Pfalz. Viele Besucher leihen sich ein Boot beim Bootsverleih des Klosters aus. Vor allem viele Holländer machen am See Campingurlaub. Sie wandern oder radeln wie die meisten um den See und genießen die Landschaft. Eine Landschaft, die die Mönche im Mittelalter mitgeprägt haben. Ein Teil des Seewassers läuft durch einen unterirdischen Tunnel ab. Erst dadurch sind die Felder und Wiesen entstanden, die das Kloster gut nutzt. Dort gibt es für die Besucher immer was zu schauen, zum Beispiel die Klosterhühner. Ja. Kommt da eins? Landwirtschaft ist in Maria Lach auch immer ein bisschen Tourismusprogramm. Hier die Hühner, die wir hier sehen, glaube ich, sind die am meisten fotografierten Hühner in Rheinland-Pfalz. Weil viele Besucher um Lacher See spazieren gehen und dann halt eben die Hühner beobachten können mit ihrem Hahn, der ständig aufpasst. Und zwar auf 350 Hühner. Und die legen eine Menge Eier, die Michael Ullenbruch in seinem kleinen Biomarkt auf dem Klostergelände verkauft. Er und seine Partnerin produzieren zusammen mit Betrieben in der Region inzwischen über 500 verschiedene Bioprodukte. Ja, die Eigenvermarktung ist das Nonplusultra letzten Endes, ja, dass man den Zwischenhandel halt ausschalten kann. Man kann den Kunden auch zu einem vernünftigen Preis die Bioprodukte anbieten. Und es geht eigentlich nur aus meiner Sicht heute noch so, weil der Handel doch sehr oft versucht, die Preise zu drücken. Und deshalb ist die Eigenvermarktung das, was man eigentlich tun sollte. Inzwischen beschäftigt das Klostergut im Laden und in der Landwirtschaft mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige davon arbeiten am Eiswagen oder an den Imbissständen. Auch hier werden Bio-Waren verkauft. Das Geschäft brummt, vor allem am Wochenende. Im Gastflügel des Klosters betreut Pater Viktor die Gäste. Die 40 Zimmer sind fast durchgehend ausgebucht. Manche Gäste, wie Detlef Salomo, evangelischer Pfarrer aus Westfalen, nehmen sich hier schon seit Jahrzehnten immer wieder eine Auszeit. Man ist willkommen, man kann sich im Haus bewegen. Es ist so eine gute Balance von Nähe und Distanz. Man wird nicht vereinnahmt, man kann seinen Studien nachgehen, seinen Tagesablauf, aber gehört doch
irgendwie dazu. Ich komme ganz, ganz schnell zur Ruhe. Mhm. Also es fährt einfach alles runter. Aus der Hektik von zu Hause bin ich hier im Nu angekommen. Oh, wow. Angekommen bei mir. Pater Viktor kümmert sich rund um die Uhr um das Wohl seiner Gäste. Und dann ist er auch noch Mönch. Das finde ich nicht leicht, weil die Aufgabe viel Zeit und Energie kostet und mich den ganzen Tag in Beschlag nimmt, bis spät abends. Aber ich gehe auf jeden Fall noch eben in die Kirche immer wieder. Pater Viktor freut sich dennoch darüber, dass, wie er sagt, die ganze Welt im Kloster Maria Laach vorbeischaut. Mönche gibt es dort immer weniger. Zurzeit sind es noch rund 30. Trotzdem macht sich Pater Viktor keine Sorgen um die Zukunft des Klosters. Ich weiß nicht, ob wir eine Zukunft haben, aber der wichtige Punkt ist für mich, wir haben eine Gegenwart. Wir können jetzt vielen Menschen etwas geben. Das höre ich täglich von den Gästen, die zu uns kommen, die mir das sagen. Wir können jetzt Menschen viel geben, die viel mitnehmen können und viel suchen hier. Und diese Chance dürfen wir nicht verpassen. Viel wichtiger als die Zukunft ist meiner Meinung nach die Gegenwart. Heute soll der Gärtnermeister den Blumenschmuck austauschen. Reinhard Schmidt ist seit mehr als 40 Jahren in der Gärtnerei. Seit rund 20 Jahren leitet er diesen Klosterbetrieb. Dann nehme ich das jetzt mal mit. Das ist relativ schwer. Ja. Hilfe. Das geht so. Tun wir gleich noch wegkehren. Das kann man. Der Gärtnermeister ist mit seinem Team für alle Grünanlagen im Kloster verantwortlich. Und für die Zucht und den Verkauf von Blumen, Kräutern und Stauden. Viel Arbeit, aber auch eine ganz besondere. Es ist ein ganz anderer Arbeitsplatz, wie draußen sie sich darstellt. Es ist ein ganz anderes Ambiente, ein ganzes, ein Heimatgefühl, ein Geborgensein. Das ist kein Ort wie jeder andere. Ja, wir haben die Verbindung zum Kloster, zu den Mönchen, ist da urgegeben. Ich bin auch Christ, noch von der falschen Konfession. Aber das ist halt hier in Maria Laach noch nie ein großes Problem gewesen. Aktuell züchten die Gärtner immer mehr Kräuter und heimische Gewächse. Das kommt gut bei den Besuchern an. Eine wichtige Verkaufshilfe ist und bleibt aber die Lage. Ja, allein die Natur, der Laacher See, einfach die Rundwege darum sind total schön. Das Kloster an sich ist total schön, von außen schon zu sehen. Auch schön, dass sie viele eigene Produkte haben, anbauen. Obst, Honig, auch das eigene Bier. Also man kann es hier gut genießen. Und das hat halt auch ein schönes Flair. Und in der Regel ist es so, wenn man die Blumen hier holt, das sind wirklich kräftige Blumen und nicht so wie beim günstigen Markt, die dann nach 4 Wochen den Kopf hängen lassen. Ja? Und vor allem, wenn man Fragen hat, man hat hier auch Fachpersonal. Ja? Ich denke, es ist ein besonderes Ort. Ja. Alles zusammen, das Kloster und das Wasser. Und ist eine schöne Gärtnerei und eine schöne Umgebung. Man kann hier wandern und Dinge kaufen und sehen. Es ist diese Kombination, von der alle Klosterbetriebe in Maria Laach profitieren. Am Abend ist für Mönche wie Pater Viktor etwas Zeit für ein Gebet oder persönliches Gespräch. Und später sogar etwas Zeit für ein wenig Freizeit. Die verbringt Bruder Stefan in seinem Klosteratelier, gerne an der Leinwand. Viele seiner Bilder hängen im Kloster oder im Hotel. Die weltlichen Mitarbeiter machen Feierabend und gehen nach Hause. Der Tag im Kloster endet, wie er begann, mit Glockengeläut. Auch dieses Mal werden wohl wieder ein paar Mönche in der Kirche fehlen, weil sie noch in den Klosterbetrieben zu tun haben.